Nun, ich sehe, Sie sitzen bequem. Darf ich die Herren bitten, einmal kurz aufzustehen? Nur die Herren. Es ist super, wie ihr gehorsam seid. Das ist das Schöne an einer Moderation. Und jetzt darf ich Sie bitten, mal kurz in die Hosentaschen zu greifen. Die meisten haben natürlich ein fies Stöffli an. Deshalb denke ich nicht, dass mancher jetzt ein Sackmesser aus der Hosentasche. Wow! Also damit habe ich nicht gerechnet. Vielen Dank, Sie dürfen sich wieder setzen. Also ich trage auch eins. Ein Ladylike Sackmesser, das hat ein Spiegelchen und alles Hübsche, was wir Frauen so brauchen. Ein rechter Bub hat das Sackmesser im Sack. Ein rechter Mann, ein richtiger Mann hat ein Sackmesser im Sack. Natürlich ein Schweizer Offiziersmesser. Natürlich eines von Victorinox. Ein rotes mit einem Schweizer Kreuzli drauf. Das ist so das Gängige. Und wir waren gerade kürzlich froh bei einem Ad-hoc-Apero bei uns im Studio, dass ein richtiger Mann dabei war, sonst hätten wir nämlich diese Weinflasche nie aufgekriegt. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, Karl Elsener. Sein Urgroßvater hat 1897 dieses Messer erschaffen. Er als Urenkel führt heute die Firma noch, schreibt sich mit C, aber ist trotzdem der Karl Elsener. Christliche Ethik, so sagt er, ist in der Führung seines Unternehmens sehr wichtig, entscheidend. Wie aber verträgt sich diese christliche Ethik, die biblischen Werte mit einem knallharten Umfeld in der Wirtschaft, wo man ab und zu im wahrsten Sinne des Wortes die Messer wetzt? Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Elsener, aus der Innerschweiz nach Bern und freue mich auf das Referat. Auch Sie zuerst mit einem herzlichen Applaus begrüßt. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Forum christlicher Führungskräfte. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute am Nachmittag die Firma Victorinox darf ein bisschen näher bringen, die wichtigsten Meilensteine, unsere Unternehmensphilosophie und wie wir versuchen, christliche Werte in der täglichen Arbeit umzusetzen. Ich bin ein rechter Bub. Wie ist es dazu gekommen, dass das kleine rote Taschenmesser aus der Schweiz heute in der ganzen Welt zu einem Symbol für Schweizer Qualität und Zuverlässigkeit geworden ist? Es hat mehr als 130 Jahre gebraucht. Mein Urgroßvater hat 1884 einen kleinen Handwerkbetrieb in Nybach geöffnet und hat damals mit der Wasserkraft von einem kleinen Bach neben seinem Gebäude all seine Schleifmaschinen und Poliermaschinen antrieben. Er hat gehört 1890, dass die Schweizer Armee entschieden hat, für alle Angehörigen der Armee ein Soldatenmesser einzuführen. Damals wäre der Auftrag für ihn viel zu gross gewesen. Allein hätte er das gar nicht mögen, diese Quantität zu produzieren. Darum hatte er die Idee, den Schweizer Messerschmiedverband zu gründen, mit dem Ziel, gemeinsam Messer für die Schweizer Armee zu produzieren. 1891 konnten alle miteinander die erste Lieferung ausführen. Zur gleichen Zeit hatte es in Solingen in Deutschland auch Messerhersteller, die schon weiter industrialisiert waren wie die einfachen Handwerker in der Schweiz. Darum waren auch ihre Produkte konkurrenzfähiger. Einer nach dem anderen von den Kollegen des Firmengründers hat aufgehört, weil sich für sie für ihn nicht mehr gerechnet hat. Unser Firmengründer hat aber nicht aufgeben und hat gekämpft, hat dabei sein ganzes Vermögen verloren.
und ist vor dem Konkurs gestanden. Damals, wenn jemand Konkurs gegangen ist, konnte er nicht mehr selbstständig ein Geschäft führen, sondern nur noch als Angestellter. Manchmal wäre es auch heute nicht schlecht, wäre es immer nur so. Bekannte und Verwandte haben ihm geholfen, in dieser schwierigen Situation einen Nachlass zu machen. Alle seine Lieferanten waren bereit, auf einen Teil der Schulden zu verzichten, damit er weiter existieren konnte. Später, viele Jahre später, als er nachher mit seinem Taschenmesser Erfolg hatte, ist er zu all diesen Lieferanten zurückgegangen und hat denen den Betrag, den sie damals nachgegeben haben, ohne Verpflichtung mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt, weil er nicht wollte, dass irgendjemand wegen ihm auch nur einen Franken verliert. Und ich glaube, diese Grundeinstellung ist auch heute noch für unsere Familie und für unser Unternehmen ein grosses Vorbild. 1897 hat er nachher das Soldatenmesser, das etwas schwer und klobig war, weiterentwickelt, hat ein eleganteres Messer gemacht mit zusätzlichen Funktionen. Eine davon war der Korkenzieher. Er hat dem Messer Schweizer Offiziers- und Sportmesser gesagt und hat das 1897 schützen. 1909 hat er angefangen, das bekannte Victorinox-Emblem auf alle seine Produkte anzubringen. Er hat sich gegen die deutsche Konkurrenz abheben und unterscheiden. Im gleichen Jahr ist seine Mutter gestorben. Sie hat ihn sehr stark unterstützt, hat in ihrem Geschäft, ein kleines Kleidergeschäft in der Nähe, auch Vitrinen für ihren Sohn zur Verfügung gestellt, wo er seine Produkte an den Kunden von der Mutter zum Verkauf anbieten konnte. Als sie gestorben ist, 1909, hat er ihren Vornamen Victoria als Fabrikmarke benutzen. Später, als dann der rostfreie Stahl entwickelt worden ist, haben auch wir rostfreie Messer produzieren und weltweit Bezeichnung für rostfreien Stahl ist Inox. Und so ist aus Victoria und Inox unser Firmenname Victorinox entstanden. 1945 war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Vater und der Grossvater haben auch das Ende des Ersten Weltkriegs erlebt. Und nach dem Ersten Weltkrieg sind die Armee, die Aufträge, die wir von der Armee hatten, stark zurückgegangen. Aber auch der gesamte Export ist eingebrochen. Das ist wie für viele Schweizer Unternehmen, auch für die Victorinox, eine sehr schwere Zeit gewesen. Sie haben befürchtet, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Gleiche wieder wird eintreffen. Es ist dann aber ganz anders gekommen. Die US-Armee in Europa hat an ihren Angehörigen in den PX-Läden, die der Armee gehört haben, ermöglicht, günstig europäische Produkte einzukaufen. Und auch wir dürfen unser Schweizer Offiziers- und Sportmesser in grosse Stückzahlen an die PX-Läden liefern. Die amerikanischen Soldaten haben dann kurzum die Schweizer Offiziers- und Sportmesser umgetauft und haben dem kurz gesagt, Swiss Army Knife. Das ist auch der Name, der heute das Schweizer Taschenmesser in der ganzen Welt bekannt ist. Der Erfolg des Taschenmessers hat auch viele Kunden zu uns gebracht und sie haben den Wunsch geäußert, weitere Produkte mit dem gleichen Wert wie das Taschenmesser auf den Markt zu bringen. 1989 haben wir angefangen, eine Uhrenserie unter der Marke Swiss Army in die zu diversifizieren und das mit einem schönen Erfolg. 1999 haben wir einen Partner gefunden, der spezialisiert war auf hochwertiges Reisegepäck und haben mit dem eine Lizenzvereinbarung abgemacht.
1999 haben wir entschieden, die Uhren, die unter der Marke Victorinox Swiss Army vertrieben werden, dass wir die in einer eigenen Uhrenfirma produzieren wollen. Das hat am Anfang in Bonfol angefangen. Heute sind unsere Uhrenmacher in Prontrut. Dort ist auch eine Ausbildungsstätte für Uhrenmacher. Das Jahr 2000 war sehr ein wichtiger Meilenstein für die Victorinox. Jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, schon vor 30 Jahren, kommt dann immer eine Einführungsschrift über, wo unsere Firmengeschichte, unsere Unterfirmenphilosophie vorgestellt wird. Und dort schreibt mir auch, dass die Unternehmensfamilie, die Reserve von der Victorinox, die Liegenschaft, Gebäude und Maschinen nicht als Eigentum anschauen sollen, sondern anvertraut zum verantwortungsvollen Leiten und Führen. In diesem Sinn haben wir auch entschieden, im Jahr 2000 eine Unternehmensstiftung zu gründen. Heute sind 90% der Victorinox-Aktien in dieser Unternehmensstiftung. Das Ziel der Stiftung ist, möglichst sicherstellen, dass die Arbeitskräfte, die Arbeitsplätze erhalten bleiben können, dass das Unternehmen lang-, mittel- und langfristig finanziell unabhängig bleiben kann und dass bei einem Erbgang das Unternehmen nicht finanziell geschwächt wird. Alle meine Geschwister, wir sind 11 Kinder, waren bereit, die Aktien, die sie bereits vom Vater bekommen haben, ohne Entgelt in die Stiftung zu geben, im Interesse von einer nachhaltigen, langfristigen Entwicklung. Die übrigen 10% sind in einer karitativen Stiftung, die verschiedene Projekte in der Schweiz, aber auch im Ausland unterstützen. Dann, im Jahr 2001, haben wir angefangen, eine kleine Reisekleidungskollektion ins Programm aufzunehmen. Und das hat uns auch zum ersten Mal ermöglicht, an einer stark frequentierten Lage einen eigenen Brandstore aufzunehmen mit all unseren verschiedenen Produktkategorien. Das Jahr 2002 ein weiterer wichtiger Meilenstein für Victorinox. In den USA, oder die USA, war für uns immer der wichtigste Markt. Und wir hatten dort einen Vertreter, der an der Börse war, ein börsenkotiertes Unternehmen. Und wir haben, je länger, je mehr, dass wir mit denen gearbeitet haben, gemerkt, dass die sich auch sehr stark unter dem Druck vom Shareholder Value und Short-Term Profit denken, dass sie sehr stark von dem getrieben sind. Und für uns ist es je länger, je schwieriger geworden, unsere auf Nachhaltigkeit, auf Langfristigkeit gerichteten Ziele umzusetzen. Wir haben darum angefangen, Aktien zu kaufen und haben im Jahr 2002 ein Übernahmeangebot gemacht, die Firma können übernehmen. Heute wird sie von einem Schweizer geführt, der sehr ein guter Brückenbauer ist zwischen dem Schweizer Wert und den Gegebenheiten in den USA. Wir haben unser Unternehmen immer mit einem Leitgedanken geführt. Unsere Mitmenschen in der ganzen Welt mit praktischen, funktionstüchtigen Produkten zu dienen. Das gibt uns, unseren Mitarbeitenden, Freude und Zufriedenheit bei der Arbeit. Das Leitbild ist ein Bild und im Zentrum von dem Bild stehen unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden, Produkt und unsere Marke. Ich durfte über 34 Jahre mit meinem Vater im gleichen Büro zusammenarbeiten. Und er hat 74 Jahre in der Firma tätig gewesen. Er ist im letzten Juni im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hat mir aber immer gesagt, ein Unternehmen, das sich auf diese Säule fokussiert, kann nicht viel falsch machen. Die Kundenzufriedenheit muss für jedes Unternehmen im Zentrum stehen. Und wir als Unternehmen müssen mit viel Herzblut und Kraft alles dran setzen, für die Kundenzufriedenheit zu gewinnen, mit praktischen, funktionstüchtigen Produkten, aber auch mit einem zuverlässigen Kundenservice. Charlotte Beers hat das einmal sehr schön gesagt: You cannot win the heart of your customers unless
you have a heart yourself. Unsere Mitarbeitenden. Für unsere Familie war immer ganz klar, dass hinter dem Erfolg von jedem Unternehmen Mitarbeitende stehen. Es sind nie einzelne Personen, die für den Erfolg verantwortlich sind, sondern immer verschiedene Teams, die gut miteinander zusammenspielen und zusammenarbeiten. Darum ist es für uns auch immer wichtig, unsere Mitarbeitenden so zu fördern und zu fordern, dass sie ihre Stärken entfalten können und mit Freude und Motivation besondere Leistungen erbringen können. Unsere Unternehmenskultur und das Zusammenarbeiten in der grossen Victorinox-Familie war immer geprägt von christlichen Werten, Glaubwürdigkeit, Offenheit, gegenseitiges Vertrauen und Respekt, Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden, unter den Mitarbeitenden, gegenüber den Kunden, Lieferanten, aber auch gegenüber unserem Schöpfer. Aber auch Bescheidenheit, eben, dass man sich selber nicht zu wichtig nimmt, auf dem Boden bleibt. Und auch die Kunden nicht mit Glaspalast, sondern in erster Linie mit Kundenservice und der Qualität beeindrucken. Mut und Verantwortung sind auch immer ganz wichtige Faktoren. Diese Werte sind für uns, für unsere Familie, immer sehr wichtig gewesen. Und wir bemühen uns auch, die unseren Mitarbeitenden immer wieder bewusst zu machen. Aber vor allem in der täglichen Arbeit immer wieder vorzuleben. Kraft und Halt hat unsere Familie immer wieder gesucht und auch gefunden, im christlichen Glauben und im Gebet. Unsere Produkte sind für den Erfolg auch ganz wichtig. Wir setzen uns stark einsetzen, dass wir bei der Produktion immer umweltfreundliche Materialien benutzen. Für unsere Familie ist es und für unsere Mitarbeitenden ist es eine grosse Freude gewesen, wo wir im Jahr 2008 den Schweizer Umweltpreis entgegennehmen durften. Denn unsere Marke, die ist vor allem in den letzten 10-15 Jahren immer wichtiger geworden. Die Sicherung der Arbeitsplätze war für uns immer ein zentrales Anliegen. Wir haben versucht, die natürlichen wirtschaftlichen Schwankungen antizyklisch auszugleichen. Natürlich ist das Taschenmesser ein dankbares Produkt. Es ist klein, es ist nicht so. Es ist nicht verderblich und es ist auch nicht so an den Moden unterworfen. Rein mit dem Produkt, mit dem Lager, haben wir wirtschaftliche Schwankungen schon gut können ausgleichen. Wichtig war für uns aber auch immer, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Oder auch, wenn es in der Bibel einfach geschrieben ist, in den 7 fetten Jahren kann man erfüllen, dann ist man bereit, 7 magere Jahre zu überstehen. Uns selber hat das sehr stark geholfen nach 9/11, wo der Umsatz der Taschenmesser um über 30% eingebrochen ist. Nur dank der Reserve, dank dem antizyklischen Agieren ist es uns gelungen, alle Mitarbeitenden in dieser sehr schwierigen Zeit bei uns zu behalten. Der Personalchef ist selber auch aktiv und kreativ geworden und hat 30 bis 60 Mitarbeitende während 4 bis 6 Monate in anderen Unternehmen ausgemietet, die gerade einen Grossauftrag hatten und temporär Unterstützung gebraucht haben. Hier noch zum Abschluss Produktionszahlen. Jeden Tag verlässt die Messerfabrik etwa 60'000 Swiss Army Knife und andere Taschenmesser und ebenfalls 60'000 Haushalt- und Berufsmesser. Also jeden Tag sind das 120'000 verschiedene Messer, im Jahr etwa 26 Millionen Stück. Da die Umsatzentwicklung, die sehr stabil war, im letzten Jahr haben wir mit weltweit 1'850 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwas über 500 Millionen Franken können erzielen. Von diesen 1'850 Mitarbeitenden sind 1'200 in der Schweiz beschäftigt.
In diesen 130 Jahren hat sich die Vision der Victorinox immer weiterentwickelt. Am Anfang war es, die Schweizer Armee mit dem Soldatenmesser zu beliefern. Heute ist unsere Vision eine authentische Marke zu sein mit Produkten, die basieren auf dem Wert und auf dem Erbe von unserem kleinen roten Taschenmesser. Die Werte sind hohe Qualität, Funktionalität, Innovation und ein ikonisches Design. Victorinox verfolgt klar marktwirtschaftliche Ziele. Im Zentrum von unserem unternehmerischen Denken und Handeln stehen aber immer die Mitarbeitenden, Kunden und Produkte. Und bei unserer täglichen Arbeit lassen wir uns leiten von christlichen Werten. In dem Sinn schließe ich meine Ausführungen mit dem Bild, das an der Fabrikfassade von Victorinox ist. Es zeigt einen Messerschmied. Und rechts ist in Stein gemeißelt Dominus Providevi. Der Herr wird vorsorgen. Danke vielmals.